Willkommen zurück, Leute. Ich werde leider dieses Match nochmal eventuell mit kleinen Rückelchen aufnehmen müssen. Denn ich kann leider nicht den ganzen Samstag damit verschwenden, zu rendern und dabei nicht neue Videos aufzunehmen. Das geht leider nicht. Deswegen müssen wir das parallel machen. Aber ich glaube, es wird euch sowieso kaum auffallen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wäre ja jetzt hier der Schritt zu Rang 13. Gegen den Priest. Ich glaube, da geht einiges, oder? Nur Ragnaros ist dann nicht so schön. Die Hydrops kommen weg. Der Golem hätte vielleicht auch weggekonnt. Obwohl es eine schöne Kurve ist, ist es, glaube ich, eine schlechte Starthand. Gucken, was er mir jetzt zeigt. Es kann ja sein, der Cleric wäre halt ziemlich gut für ihn. Ich werde nächste Runde Coin Golem spielen. Deswegen diese Runde nichts. Okay. Spielst du das ganz greedy Deck? Also wie soll man sagen, das ganz gierige Deck. So, gierig. Thoughtsteal. Ja, Thoughtseal ist in dieser Situation ganz okay. Oh, naja. Ich kann mein Board leider nicht weiter ausbauen. Deswegen werde ich Arcane Intellect spielen müssen. Jetzt kommen die Low Drops. Nächste Runde habe ich eine breite Palette an Spells, die ich spielen kann. Okay, damit komme ich klar. Dann mache ich wohl Arcane Missiles. Das war wirklich ein sehr schlechtes. Also er kann Ragnaros treffen. Er kann Azor Drake, Argent Commander treffen, aber der Rest ist eigentlich eher schlecht, was er treffen kann. So, ja. Ich denke mal, es ist okay, ihn zu buffen. Den 1-1er brauche ich nicht unbedingt. Und mal ein bisschen Tempo zu machen jetzt. Nächste Runde kann ich einen Azor Drake spielen. Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Frostbolt oder Ping Argent Squire? Nee. Ja, das ist okay. Also, genau, mir fiel der Name nicht ein. Dadurch bin ich ja mit 3 Power immer noch in Shadow Pain Reichweite, aber jetzt smitet er noch. Auch nicht so mega schlimm momentan. So, ich spiele aber einen Azor Drake und weiter geht's. Er hat Holy Nova als AOE. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Das zweite Thoughtseal ist jetzt eh raus. Er hat Orcanized Soul Priest oder Shadow Form, möglicherweise. Er hat Mind Control natürlich. Ah, damit wissen wir schon mal zwei Spells, die er kopiert hat. Ha. Das könnte auch meiner gewesen sein. Witzige Situation. Habe ich ja richtig Glück gehabt, dass er keine Kreatur abgeräumt hat sonst. Ah, ich hätte zuerst den Apprentice spielen müssen. Schlecht. Ganz schlecht. So kann ich den Argent Squire nicht mehr spielen. Ist also die Frage, wenn er Holy Nova macht, dann nächste Runde. Insofern machen wir mal nichts. Also keine Mirror Images. Die Mirror Images gehen dann, wenn er die Holy Nova hat, einfach nur ins Leere. Ja, da ist sie leider. Kann man nichts machen. Und ich würde sagen, ich baue weiter einfach Druck auf. Ist bei 7 Mana. Eventuell kommt bald
Na komm, ich mach's einfach. Eventuell kommt jetzt bald My Control. Also auf 10 natürlich erst, aber mit zwei Pyroblast auf der Hand bin ich da aber ganz gut situiert. Jetzt muss er erstmal das Board irgendwie noch kriegen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Argument, dass ich das nicht hätte spielen sollen. Das war mein Fireball. Das ist heftig. Da wird er sich ärgern. Ich glaube, ich kann auch anfangen zu burnen. Ich mach mal einfach. Ja, gut. Wenn jetzt, ja, wenn nur ein Dingsbums getroffen hätte. Aber das war ein ganz gutes Silence. Wenn nur eine Missile den Mind Control Tech getroffen hätte, wäre schlecht gewesen. Und mindestens zwei wäre gut und immer das gleiche Ergebnis. Argent Commander. Ich werde aber mein Schild nicht verschwenden, weil er hat auch 4 Power, was ziemlich gut ist gegen sein Deck. Ich werde ihn da reinschicken. Okay, ich glaube, das hilft ihm nicht. Außer Ragnaros. Nee, das hilft ihm eigentlich nicht. Außer Ragnaros trifft genau den Sorcerer's Apprentice. Tat er nicht. Yay. Von Anfang bis Ende dominiert, würde ich sagen. Ja gut, er hat dann aber auch die Kurve nicht getroffen, ne? Vielleicht war es ein bisschen Glück. Vielleicht hat er sein Deck ein bisschen zu greedy gebaut, man weiß es nicht. Somit Rang 13, sehr schön. Dann werde ich vielleicht gleich in das nächste Match springen können. Bis gleich.